Marlene Bierwirth aus Gießen spricht über ihre Krebserkrankung und erklärt, warum ihr genau das besonders wichtig ist. Man kann vielleicht schon sagen, dass es für mich auch so ein Teil Selbsttherapie war, weil ich halt einfach gesprochen habe. Und ich finde, Sprechen hilft immer, egal über was. Und ich finde vor allem, Sprechen über Krebs ist wichtig, weil es einem selbst hilft, weil es dem Gegenüber hilft und weil es auch einfach hilft, das ganze Thema zu enttabuisieren und es mehr so in die Normalität und in den Alltag mit reinzubringen, weil es eben so viele Menschen betrifft. Doch von Anfang an, mit gerade mal 18, bekommt die heute 22-Jährige die schlimme Diagnose. Sie steckt mitten im Abi, wird aus den Klausuren gerissen, völlig unerwartet. Und dann so von der einen auf die andere Sekunde, vom einen auf den anderen Tag, war es vorbei. Da hat dann, also war wirklich so, als hätte jemand gesagt, nee, stopp, hat den Pausenknopf gedrückt und dann war's das irgendwie. Und ich habe so meine Zukunft und das, was ich mir vorgestellt hatte, für mich irgendwie an mir vorbeiziehen sehen, weil ja auch alle meine Freunde, meine Klassenkameraden ja alle ihr Abi gemacht haben, alle ihren Abschluss und gefeiert haben und ich halt nicht mitfeiern konnte und ich halt stattdessen im Krankenhaus saß. Sie wird operiert, ein Hirntumor. Gutartig heißt es zuerst. Kamen ein paar Ärzte rein und meinten, ja, das sieht jetzt alles doch ganz anders aus und der Tumor ist leider doch bösartig. Die 18-Jährige ist am Tiefpunkt. Nachdem mir der Tumor entfernt wurde, das war ja schon eine Riesen-OP und ich hatte eine Riesen-Wunde am Hinterkopf. Und da hatte ich wirklich Schmerzen, die ich so noch nie gefühlt habe. Und da habe ich auch wirklich so ein, zwei Tage danach, wo ich auch noch sehr stark mit den Schmerzen zu kämpfen hatte, zu meinen Eltern gesagt, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Es tut einfach so weh und ich kann auch nicht mehr. Der nächste Einschnitt. Als dann der Haarausfall kam, da war es dann wirklich, da war es dann real. Also da wusste ich dann, okay, krass, jetzt fängt's an. Und das war auch so mit das Schlimmste für mich, der Haarausfall. Dieser Zustand dauert nur wenige Tage. Marlene Bierwirth ist sauer, aber sie beginnt zu kämpfen. Mit Worten, mit Informationen, mit Einblicken auf Instagram. Zum Beispiel zu einem Thema, über das jeder redet, aber kaum jemand etwas weiß. Chemotherapie. Ihre Geschichten und persönlichen Erfahrungen im Netz finden ganz viel Zuspruch und helfen anderen. Die Leute haben sich dafür interessiert, vor allem auch junge Leute haben darauf reagiert, wie stark sie das finden. Aber es haben sich auch wirklich welche gemeldet, die selbst betroffen sind. Und es war total schön zu merken, weil ich glaube, vor allem wenn man so jung an Krebs erkrankt, dann fühlt man sich erstmal total alleine. Die beste Therapie dagegen, Sprechen, sagt Marlene Bierwirth. Der 22-Jährigen geht es inzwischen gut. Sie studiert Erziehungswissenschaften, freut sich auf die Zukunft.